Ja, wir haben es uns ein bisschen schwerer gemacht als nötig in der ersten Halbzeit, aber wir haben den Kopf nicht hängen lassen, nachdem wir so viele Abspielfehler gemacht haben und Gegenstoßtore kassiert. Sind sogar noch mit Eintore-Führung in die Halbzeit gegangen und haben es dann in der zweiten Halbzeit, ja, in den wichtigen Phasen haben wir es dann gut gemacht, die wichtigen Tore gemacht und Palle hat gut gehalten in der zweiten Halbzeit und deshalb kommt dann auch der deutlichere Sieg zustande. Ja, hat mich sehr gefreut für ihn, dass er die Minuten heute bekommen hat und ja, dann auch seine ersten beiden Bundesliga-Tore gemacht. Er macht schon gut jedes Mal im Training und mit 17 alle Achtung dafür. Ja klar, ich glaube, ich versuche auch in der Bundesliga jede Woche für Woche und im EHF-Pokal meine Leistung zu zeigen. Es passt eigentlich im Moment ziemlich gut und das will ich natürlich nächste Woche bestätigen. Ich finde, wir haben okay angefangen, aber dann haben wir in besser und besser das ganze Spiel gespielt, vor jeder Minute. Also, ich finde, insgesamt haben wir ein stabiles Spiel gemacht und auch Palle hat ein paar wichtige Bälle in Ende gehalten. So, schön, wieder zwei Punkte nach Mannheim zu holen. Ja, für mich persönlich, ich habe ja keine Mannschaft, so ist ganz schön. Jetzt können wir ein bisschen härter trainieren, ein paar Tage, dann auch ein paar Tage frei haben. Mit Familie ein bisschen Zeit zu bekommen, das ist auch immer schön. So, ich freue mich.